Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im Erzgebirge bei der Firma, erstmal reden lernen heute Morgen. Wir sind bei der Firma Fox Sportauspuffanlagen im Erzgebirge. Sven, guten Morgen. Grüß dich. Schon mal vielen, vielen Dank, dass wir das heute machen dürfen. Keine Angst, ihr kriegt gleich auch noch eine kleine Führung hier. Allerdings wollen wir erstmal schon mal einmal schnell mit dem Schalldämpfer anfangen, damit du wieder ein bisschen schweißen kannst. Titan, wie bin ich eigentlich auf den Geschmack gekommen? Also wir haben ursprünglich mal angefangen, einfach nur, das ist eigentlich gar nicht so korrekt. Eigentlich war es so, als ich Limo wieder angefangen habe aufzubauen, da kam Igor, der Schweißer, HDB-Schweißer. Ja, genau, der kam auf mich zu und meinte, du brauchst Schweißgerät zum Titanschweißer. Also was für ein Titanschweißer? Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben irgendwann mal Titanschweißer. Und Tom hat es auch noch nie gemacht und irgendwann sind wir dann wirklich 2 Jahre später oder so mal auf die Idee gekommen, einfach beim Amati Downpipe da mal so zu probieren. Ne? Es ging los, du wolltest bei der Limo Titan Downpipes. Genau. Bloß nach unten. So. Da habe ich dich mal angeschrieben, ob du gerne einen Schalldämpfer von uns haben willst. Und hast du gesagt, kommt nicht viel Auspuff drunter. War damals auch so gedacht. Und dann kam doch aber... Dann habe ich meinen Geschmack zum Titan gefunden. Mittlerweile habe ich Tom auch überzeugt. Also der sagt auch, weil wenn man jetzt einmal einen Edelstahltopf hochhebt oder einen Titantopf, es ist halt einfach, es sind Welten. Punkt. Es lässt sich ja eigentlich auch gut schweißen. Und es nur lässt sich... Nur der Zeitfaktor. Du brauchst halt Zeit. Und ich finde, mit den Pi-Cuts baut man sogar schneller. Weil wenn man den Rohrbogen schneidet, muss man halt wirklich immer genau schneiden. Und mit den Pi-Cuts dieses bisschen, was man so zueinander verdrehen kann. Du hast halt ein bisschen mehr Schweißarbeit. Genau. Das ist halt so. Stimmt, ja. Muss natürlich jeder Naht, noch eine Naht, noch eine Naht. Klar. So, jetzt ist bei euch zum Glück das Gute, ihr habt ja eh ein Riesensortiment an Universell-Schalldämpfern. Also man kann ja bei euch gefühlt im Katalog alles bestellen, was man haben will. Du kannst jeden Edelstahl-Schalldämpfer auch einen Titan kriegen. So, und jeder Edelstahl-Schalldämpfer ist jetzt ein bisschen untertrieben, weil jeder Edelstahl-Schalldämpfer sind ja mittlerweile auch gefühlt, was sind das, 20 verschiedene Gehäuse? Ja, ja. Stimmt. Länge auch immer Freiweber? Immer Freiweber. So, das ist nämlich auch für uns der große Vorteil. Und dann neuerdings kann man sogar sagen Titan. Genau. So, also wenn ihr auch Titan bauen wollt. Was und halt verschiedene Rohrdurchmesser, ne? Wie jetzt gerade in deinem Fall. Du willst ja also zweimal, ja. Du kannst aber auch bis einmal. Mhm. Und du kannst ja, ne? Kann auch außermittig und so. Und du kannst außermittig, du kannst das Loch in der Mitte haben. Also ich kann wirklich sagen, ich hätte gerne das Gehäuse mit 89er Rohr und das Loch hier an der Seite. Von 45 bis 100 mm. Mhm. 114 geht auch, aber das muss dann halt alles geweidet machen. Was sagst du zum Thema Titan schweißen? Schwerer als Edelstahl, Alu? Einfach nur zeitaufwendiger, weil ganz viele sträuben sich noch vor diesem Titan-Schweißen an sich. Also im Gegensatz zu Edelstahl finde ich es leichter. Ja, sagt Tom sogar auch immer. Ja. Er sagt auch das eigentlich, leichter dass es... zu schweißen. Bei Alu bin ich nicht ganz so drin mit dem Schweißen, weil das machen wir ja fast gar nicht mehr. Und ja, ich würde sagen, Titan einfacher als Edelstahl. Wir brauchen Schalldämpfer für dieses Auto. Jetzt haben wir zufälligerweise zum Glück hier einen RS4 stehen, der auch einen Auspuff kriegt. Das heißt, wir konnten schon mal einmal gucken, weil ich wollte eigentlich Auspuff unten raus. Jetzt sind wir mit Marius Golf gefahren, mit Oma Golf seitdem gefahren und diversen Autos mehr oder weniger ohne Auspuff gefahren. Und ich finde es schade, weil auf jedem Video hörst du den Sound von dem Auto eigentlich gar nicht mehr. So, ne? Man braucht einfach diese Endrohre nach hinten raus, dass man dieses irgendwie so ein bisschen Klangbild hinbekommt. Ne? So, und da das ja für mich schon noch ein Auto ist, was auch öfter mal auf einer Messe läuft, irgendwie auf einem Event läuft und so weiter, plus die ganzen Titananlagen, die ihr jetzt ja schon gebaut habt, Wimmy, Steve, Kevin. Chris, der Integra, es klingt halt einfach auch irgendwie geil. Ja, ne? Ist irgendwie cool. Das heißt, das ist eine Abwicklung von euch? 2,50? Nee, 6,50 ist die Abwicklung. 6,50. Und was heißt jetzt die 6,50? Das ist eure Bezeichnung von der Abwicklung? Nee, ist Maus von dem Blech. Ah, verstehe, okay. Ja? Das heißt, 650 ist der Umfang. Ja, 56 ist der Umfang, mal 500 in dem Fall. Verstehe. Und das wird dann einfach nur auf der Maschine gerollt? Das wird vorgerundet und dann wird es in Form gedrückt. So, und dann konnten wir nämlich die Länge bestimmen. Das können wir dann nochmal drüben in der Produktion dann sehen. Und haben jetzt diesen maximal riesigen Topf hier. Der sieht jetzt gerade noch relativ groß aus, weil das Titan, das federt halt immer wieder zurück. Der kommt wieder noch zurück, aber wenn man das jetzt hier so reinhält, sieht man halt... Ja, da wird dann ja vor. Also viel mehr hätten wir hier auch tatsächlich nicht reinkriegen können. Ich würde sagen, wir warten mal auf Marlene, dass er zurückkommt. Die führt uns ein bisschen durch die Produktion. Und wie ist Vorgehensweise bei Topf? Wahrscheinlich erst die Erste Decke einschweißen, dann Innenleben wickeln, ne? Innenleben rein, Dämmwolle rein und dann zum Schluss den anderen Deckel. Den Deckel haben wir ja schon, oder hab ich schon drüben gezeigt. Und das Rohr innen ist auch Titan. Also ja, muss ja. Du kannst ja nicht Edelstahl mit Titan verschwenden. Aber ich habe zu Tom schon ein paar Mal gesagt, dass er das... Ich habe einmal aus Versehen einen Edelstahltraut genommen und wollte Titan schweißen. Mit einem Schlauch wieder aufgerissen. Also das ist weil ich habe das auch schon ein paar Mal aufziehen gesagt, einfach nur weil es einfacher ist, mach doch da jetzt mal kurz hier eine Mutter, einen Halter, wie auch immer. Dann das geht nicht.
Na geil. Das macht ihr auch hausintern selber? Mhm. Das ist jetzt alles Blech, gelasert. Das ist auch ein Laserschweißer dann? Mhm. Krass. Längsnahtschweißgerät. Das heißt das gleiche wie die hier auch. Genau. Und das heißt, selbst die Sicke drückt ihr in das Blech dann rein? Hinterher, ja. Hinterher? Das heißt, wenn die Abwicklung schon rund ist? Du musst es halt dann nachher nochmal aufziehen. Weil da wird dann komplett fast wieder rund. Krass. Durch die Sicke. Weil sieht schon krass hochwertig aus, finde ich. Also ich mag generell so dieses Titanfarbene. Also sind noch Reste drauf vom Clear, ne, von der Folie. Mhm. Das kommt dann noch weg. Und wir waren beim Abarth überrascht, als wir den Ausrufer gebaut haben. Beim Abarth habe ich ja 76 und nur einen Topf in der Mitte. Und auch direkt Rohr in Diffusor rein. Wir hätten gedacht, das ist viel, viel lauter. Okay, ne? Das ist vollkommen human. Also eigentlich ist es nicht mehr, außer Deckel. Ja, und die zwei Rohre. Zwei Rohre, die wickelst du, bevor du sie reinsteckst oder wenn sie schon drin sind? Nee, vorher. Vorher. Ja. Vorher dann einfach rein und los geht's. Letzte Teil, was eigentlich fehlt vor der Messe. Aber ich will unbedingt so, weil es ist dann doch schon ganz schön laut. Und das ist auch so ein Problem mit der Ölerei gewesen. Ich konnte es nicht so richtig testen, weil du kannst das Auto nicht mal eben eine halbe Stunde Leerlauf laufen lassen, weil dann gefühlt halb Hannover vor der Tür steht. Weil es ist einfach so komplett ohne Auspuff und dann nach unten raus dröhnt halt alles. Das dröhnt halt wirklich. Das ist ja dann gefühlt wie so ein Schallkörper nach unten und alles wird laut. Ne? Ja, deswegen. Das muss leider. Okay. Deswegen Schalldämpfer. Jetzt gehen wir mal einmal rüber. So, da haben wir sie. Die Marlene. So, seid ihr fertig? Hallo. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön. Und dass ihr mir so einen schönen Titantopf baut. Ja, das wäre schon drüber, oder? Weil viele machen, muss man ganz ehrlich ja sagen, viele machen das in Deutschland auch nicht. Wirklich? Ja, also natürlich ist das jetzt nicht maschinell das Maximum Know-how und so weiter, aber es machen einfach keinen. Es ist einfach so, Ist so. Das ist ja gut, dass wir das machen. Viele machen das nicht. Und dann auch noch mit der Vielfalt, dass ich wirklich ein Zollstock nehmen konnte. Ich hätte gerne das Maß in der Länge und so weiter. Ja, erzähl mal, was macht denn sonst so hier? Also klar, Fox sollte ja eigentlich jeder im Begriff sein. Ja. Unter den Barren haben wir zum Beispiel auch einen Auspuff drunter, weil ihr seid auch gefühlt mittlerweile einer der letzten, zwei, drei gibt es natürlich noch, die noch mit EG-Genehmigung auch einen Auspuff ausliefern. Mhm. Es war tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben. Ich glaube wirklich, dass ich mal einen Auspuff mit ABE haben wollte für den Goldbarren, weil das ist so ein Projekt wirklich, wo man jetzt mit dem Supramotor einfach zum normalen TÜV fährt, wo man wirklich mal alles macht, so wie es ist. Und das war wirklich den einzigen Auspuff, den du dafür bekommen hast. Muss man so sagen, weil jeder andere Auspuff kommt halt aus Japan, dementsprechend immer keine Zulassung. Oder halt was Geschweißtes, wo dann natürlich irgendwie einer nochmal eine Eintragung irgendwie irgendwas da so macht. Aber wenn du wirklich so aus dem Katalog, ich würde jetzt gerne einen Auspuff bestellen, war das der einzige. Man muss zur Verteidigung auch sagen, er ist natürlich auch wirklich leise. Ist schon so. Also der ist gefühlsmäßig, soundmäßig vielleicht ein Tucken lauter als Original. Ja. Liegt jetzt aber auch daran, original 20 Jahre alt. Das vergisst man ja auch immer nicht. Also im Prinzip, einfach gerechnet ist es so, ne? Laut Fahrzeugschein darf er 82 dB im Stand haben. Mhm. Und die 82 dB dürfen wir im Messmoment, quasi wenn der TÜV-Prüfer kommt, macht hier mit uns die Abnahme, wir dürfen nicht lauter sein. Mhm. Und die Anlage in 90 hat im Stand 82 dB. Wir können das dir dann gern zeigen. Und ist natürlich nicht so laut, ne? Aber wir haben natürlich da so ein schönes Ersatzrohr gemacht. Und damit ist es richtig gut. Aber es ist halt nicht legal, ne? Aber möglich, wir haben alles. Sowas geht ja nur im Erzgebirge, ne? Dass es dann halt gleich nochmal wieder ein Ersatzrohr gibt. Aber wie viele verschiedene Auspuffanlagen habt ihr? Ach Gott, wir haben 3000 verschiedene Varianten. Na, ich zeig's euch, ihr seht ja hier, das sind unsere Schweißlehren. Die Muster werden hier unter den Fahrzeugen hergestellt und dann auf diesen Schweißlehren fixiert. Mhm. Na, das heißt, die Endrohre, die Halter, die Eingangsrohre, werden halt, die wichtigsten Punkte werden fixiert, damit wir das dann halt auch in Serie produzieren können. Und jeden Auspuff, den ihr kauft, ist auch hier gebaut oder fährt ihr auch extern? 100% made in Germany. Alles hier, nur hier. Das hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Wir kaufen Rohre und Bleche, und das Füllmaterial und dann wird alles hier verarbeitet. Ich würde es euch zeigen. Das heißt, Töpfe auch alles komplett. Ja. Und Rohre biegen und so, auch alles selber? Alles selber. Was? Nee, das hätte ich jetzt, also ich persönlich hätte gedacht, weil eigentlich ist es ja jeder so, dass irgendwo, keine Ahnung, sei es Fernost, Polen, Tschechien, Ungarn, so gerade diese, ich sag jetzt mal vorsichtig, Handarbeit, dreckige Handarbeit, weil Auspuff bauen ist ja schon immer Stahl. Hätte ich gedacht, dass da schon ein bisschen was auch aus dem Ausland kommt. Ja, mittlerweile ist die Arbeit bei uns gar nicht mal so dreckig, aber das wirst du gleich sehen. Ich zeig's euch. Okay, mal. Noch ganz kurz, wie lange gibt es euch schon? 32 Jahre. Ja, damals war es halt so, nach der Wende, na, da war hier, die ganzen Leute aus der DDR mussten sich neu orientieren. Mhm. Die Betriebe hatten keine Aufträge mehr. Neue Regierung, neues System. Man musste halt gucken, wie funktioniert das jetzt. Und unser
unser Gründer der Firma, das ist der Herr Ott, der war halt im Außendienst schon für die alte Firma tätig. Das war ein großer Werkzeugmaschinenbau. Und dann war er halt natürlich unterwegs in der ganzen Welt. Und irgendwann sagt ihm mal einer, hey, bau doch mal Außenverlagen, aber mach die nicht aus Stahl, mach die mal aus Edelstahl. Das macht noch keiner. Und ja, dann kam er halt mit der Idee wieder zurück hier an den Ort. Ha, die Firma war auch schon immer nur hier an diesem Ort. Und dann haben wir halt zusammen versucht, ja, was machen wir denn? Okay, was brauchen wir? Wir brauchen Blech, wir brauchen Rohre. Und dann haben die angefangen halt mit den einfachsten Mitteln die Rohre zu verformen. Und dann so sind halt die Außenverlagen entstanden. Dann gab es den Trabi in Edelstahl Außenverlagen. Ich weiß gar nicht, was war das erste Produkt? Können schon. Wir haben viel diese Opel Vectra gemacht. Ja, damals, ja. Diese, Wie viele Lehren hast du ungefähr schon gebaut? Ich mache das erst vier Jahre jetzt. Ja. Vorher war ich in der Speiserei. Und ich weiß nicht, 900. Stimmt. Ja. Wie, das also, heißt, von diesen Dingern habt ihr alleine schon nur. Wo lagert ihr das alles? Ja, 3000 so Schweißlehren haben wir. Weil wenn du 3000 von. Die zeigt euch. Wir andere haben, lagern halt Material und ihr habt alleine 3000 von diesen Schweißlehren, ne? Ja, das Lernregal zeigt euch. Das ist sehr spannend. Und riesengroß. Ja, wir gehen mal gucken. Okay, lass uns gehen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr ein neues Produkt entwickelt? Habt ihr immer ein Muster auf oder könnt ihr auch mit der originalen Aufbauanlage arbeiten? Wir demontieren die originale Aufbauanlage und dann kommt die einmal hier in unser Messzentrum. Da haben wir 3D-Messgeräte, die dann die Auspuffanlage quasi scannen. Und dann könnt ihr aber direkt aus dem Scan das Rohr abmessen und dann der Maschine sagen, jetzt bitte einmal das Rohr produzieren. Ja, das funktioniert. Also hier sind wir in unserer, Zerspannerei. Da werden ziemlich große Drehteile gerade gemacht. Das ist wahrscheinlich ein Fach-LKW-Teil hier. Ja. Sowas wird bei uns hergestellt. Aber da gibt es den einen oder anderen, der fährt das bestimmt auch so im Auto mittlerweile. Mittlerweile schon. Da fehlt nicht mehr viel. Fehlt nicht mehr viel, ne? Was sind das? 150, ne? 150 innen. Ah, nächstes Jahr. Das heißt, ihr macht nicht nur PKW, sondern auch alles, ganz egal. Hauptsache Ausdruck. Boah, hier, Kupfer. Und dass die Chromfabrik sieht. Das wird ein Werkzeug oder was wird das? Ein Werkzeug? Ja. Das ist in Vorrichtung für die Hosenschweißen. Wenn dann die Hosen so eingelegt. Entrohose. Pressteil. So eingelegt. Ah, verstehe. Dann werden die gespannt richtig und angesaugt mit Vakuum. Und dann schweißt es ein Roboter. Und deswegen Kupfer, weil es man doch mal durchbrennt oder so nicht festschweißt. Nein, dass richtig Masse da ist. Weil das größte Problem ist immer die Masse. Masse muss immer zu 100% da sein. Und deswegen gleich aus Kupfer, dann hast du immer 100% die Sicherheit, dass 100% Masse da ist. Und das hier wird ein Endrohr? Nee, das ist. Achso, hier kommen zwei Endrohre ran. Hier kommt man vom Endschalldämpfer mit dem Bogen. Ah, krass. Und hier kommen zwei Endrohre ran. Und da ist es heutzutage einfacher, dieses Teil aus zwei Blechteilen so zu fertigen, als das jetzt aus Rohren zu stückeln und so weiter. Geht viel schneller. Ja, das ist genauer. Weil das sind immer die gleichen und Teile. Und ist immer gleich. Ist immer gleich. Ne? Und auch. Auch vom ganzen Strömungsverhalten her. Ich kann dir ja mal. Das ist die neue Hose. Du siehst halt, wenn wir das verschweißt haben, das Abgas geht rein und kann sauber zur Seite weg. Ich zeige euch mal, wie wir es früher gemacht haben. Eigentlich eine Katastrophe. Prallt genau auf eine Kante drauf, ist geschweißt und dann muss ich es erst verteilen. Und hier ist halt alles rund ordentlich. Ne? Ja, ja. Das heißt, das ist einfach Technologie von heutzutage, die man schneller, einfacher. Setzt aber natürlich auch gewisse Mengen einfach voraus, die man damit macht. Ne? Ja. Weil nicht jede Firma kann sich ja eben mal so eine Schweißvorrichtung fräsen. Genau. Und ich vermute mal, dass ihr euch die sogar auch noch selber presst. Ja, ja, natürlich. So, das heißt, hier brauchen wir das nächste Werkzeug für? Richtig. Zwei Werkzeuge brauchen wir einmal dafür. Einmal zum Umformen, also einmal zum Ziehen und einmal zum Abpacken. Plus die 3000 Lehren, die da rumgehen. Ja. Kommt ein bisschen was zusammen, ne? Ja. Wir haben zwei Ingenieure dafür. Das heißt, von Scannen, Konstruieren, Fräsen, einmal alles mit Werkzeugbau im Haus. Und das hat man halt nicht überall, ne? Also wir machen eigentlich alles selber. Geil. Alles. Das hat man tatsächlich, ich sag jetzt mal vorsichtig, im Osten, im Erzgebirge oder generell öfter mal, dass da noch wirklich alles versucht wird, intern selber zu machen. Genau. Gibt ihr irgendwas ab oder gar nichts? Doch, wahrscheinlich die Wolle, die werdet ihr dazu kaufen, ne? Wir geben ungern was ab. Das Einzige, was wir abgeben, ist Härten. Also wenn das Werkzeug dann gehärtet wird. Das hört man öfter mal, das Härten. Aber jetzt hier einen Ofen hinstellen, um noch eine Härte reinzubringen. Das ist zu teuer und zu aufwendig. Ja. Okay, komm her, wir gehen mal hoch. So. Jetzt lang, gar lang. Wir gehen zur Kati zum Wall-Laser. Okay. Ne?
Toll. Das ist eure neueste Maschine? Richtig. Das ist ein riesengroßer Rohrlaser. Da kannst du hinten ein Bündel Rohre reinlegen und der Laser schneidet dir alles zusammen. Kommt dann alles hier von raus aus der Maschine und wird von unserer lieben Kati bedient. Hi. Das heißt, die kann alles machen. Also jetzt nicht nur Löcher reinschneiden, sondern auch Winkel schneiden. Kamieren, alles ist möglich. Alles nein. Bekomme die nötigen Dateien geschickt, fahre wieder auf den Laser und bin letztendlich eigentlich nur noch der, der den Laser befüllt und kontrolliert, ob das dann auch ordentlich ist. Ich das mit 1000 Stück machen, die dann falsch sind. Das ist was Langweiliges, das sind die Gravuren zum Beispiel. Aber heute haben wir auch was Cooles gemacht. Wirklich da cool. Rausgeschnitten. Also der kann sowohl schneiden als auch nur drauf gravieren. Genau. Und Winkel oder Rundungen. Darf man das zeigen? Nein, kannst du zeigen. Kein Problem. Da sind 4 Ringe drauf. Ja. Das heißt, ihr produziert auch für Audi? Wir sind Zulieferer, ja. Geil. Nächste Sache, die ich nicht gewusst habe. Aber was ist das? Ist das Hosenrohr? Ein Vorschalldämpfer. Das sind Sportvorschalldämpfer, die wir herstellen. Für Audi direkt? Also ja. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Man kann normal und einen Sportschalldämpfer nehmen. Normal oder einen Sportschalldämpfer. Krass. Und der könnte vielleicht hier hergestellt werden. Sehr gut. Ja, freut mich. Wir haben natürlich nicht nur einen Rohrlaser. Die normalen geraden Bleche müssen auch gelasert werden. Da gehen wir jetzt einfach mal rüber zu unserem Rohrlaser und schauen, was der gerade drauf liegt. Okay. Oh, das ist geil. kannst du mal drauf filmen. Was könnte das werden? Alles für die Messe. Ah, das sieht aus wie ein Endtop, der irgendwo unter einem Auto hängt am Ende. Aber guck mal, das Auto muss nicht reingeschnitten. Wisst ihr das? Nee, das wird auf jeden Fall entweder ein Mülleimer oder eine Kiste oder irgendwie sowas werden. Also okay. Das hier in der Mitte ist so, mit den Griffen so zum Halten. Also in der Mitte ist ein Skyline. Dann ist links Toyota Supra und rechts RS4. Richtig. Was könnte das werden? Für die Autos irgendwelche Aufsteller? Das wird eine Feuertonne. Okay. Ja, die nehmen wir mit nach Essen. Aber die kann man kaufen oder die macht nur Spaß jetzt? Die kann man auch kaufen, ja. Auf der Messe dann? Nee. Die kann man bestellen und dann... Ja, bestellen, ja. So, hier sind wir nämlich beim Thema Töpfe. Die Abwicklung. Die werden auch hier gemacht, die Abwicklung? Alles. Alle Abwicklung, alle eher. Ich habe nur leider gerade ein Problem, dass derjenige, der hier arbeitet, in der Mittagspause ist. Das macht nichts. Wir lassen die Leute ruhig Pause machen, das macht nichts. Genau, aber guck mal, ihr seht ja schon eigentlich, was hier geschieht. Na, das gerade Blech, na, wird da hinten in der Maschine verformt. Und dann quasi, na, hier ist dann quasi... auch ein Roboter, der halt dann die Wicknaht macht. Der Laserschweißer. Und dann? Ja. Hast du eine schöne, geschlossene Schweißnaht. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kriegt man diese schöne Naht so hin? Aber jetzt sehe ich es. Das ist natürlich auch komplett eine Kupferbahn, wo der Laser schweißt. Und das ist natürlich auch zum Schweißen einfach perfekt. Weil jeder, der an der Karosserie schon mal ein Loch gestopft hat, nehmt euch ein Kupfer, was ihr von hinten gegenhaltet und fangt dann an zu schweißen. Und es ist immer so, dass das Kupfer verschweißt sich nicht, weil es einfach so gut den Strom leitet. Und man kann richtig schön das Loch zumachen. Das hat man hier natürlich auch. Da kann man natürlich so perfekt das verschweißen. Es wird quasi so eingespannt. Na? Und dann... Also als erstes Blech zuschneiden, dann das Blech rollen. Richtig. Und dann hier verschweißen. Und dann sehe ich aber trotzdem noch 1 Million verschiedene... Das sind alte Maschinen, die brauchen wir nicht mehr. Achso. Ja. Achso, das hier? Das Verform macht alles diese Maschine. Das war alte Maschine, früher rund draufschieben und in Form ziehen. Mein Standardspruch war früher immer, jeder Schalldämpfer war mal rund. Und dann haben wir den rund immer hier drüber geschoben, na, in verschiedenen Größen, und dann haben wir den aufgezogen. Was? Na, jetzt muss ich sagen, jeder Schalldämpfer war mal flach und wird dann verformt. Ja. Jetzt handmade. Mein altbekanntes Gesicht ist wieder am Start hier. Jetzt wäre ich gerade fast wieder in die Fresse gehauen, weil es einfach so leicht ist. So, das heißt, das ist jetzt die erste Schicht von der Schalldämmung drin. Nimmt das jetzt gerade auch Schall auf? Nee, das ist eigentlich nur eine Isolation. Minimal. Dass so ein bisschen Abgase, Temperatur im Topf bleibt. Temperatur, ja. Dass die Temperatur, beziehungsweise wenn du doch mal Flammen schießen solltest, was denke ich vorkommt. Ja, aber ist ja fast gar nichts. Das ist nichts. Das waren jetzt 100 Gramm vielleicht. Also. Ja. Das heißt aber, diese Standardtöpfe, die ihr habt, die müssen auch so gemacht werden? Nee. Teilweise bloß noch. Teilweise. Alles, was Neuentwicklungen sind, ist nur noch mit der weißen Wolle, ohne das. Sind die Töpfe aber immer noch Resonanztöpfe oder mittlerweile auch Kammerschall einfach? Wir haben alles bei. Je nachdem. Das ist immer motorabhängig und fahrzeugabhängig. Je nachdem, was funktioniert. Von der Lautstärke her. Eine Wissenschaft für sich. Ja. Erfahrung. Du hast doch vorhin mich gefragt, wo diese ganzen Schweißlern lagern. Dann dreh dich mal um.
Ah, da oben. Ja. Im Prinzip haben wir da einige, also die Lehren, die wir selten brauchen, wir hängen dort auch in diesem Lernregal. Und die Lehren, die wir permanent brauchen, siehst du die zwei Türme? Ja. Die sind in den Türmen. Die kommen dann mit Tabletts angefahren. Was ist so absoluter Topseller? Welcher Auspuff wird hier so dauerhaft gebaut? Golf 7. Ah, Alter, egal wo man ist. Golf 7 Seat Leon. Audi 80. Audi 80? Ja. Hä? Audi 80, 90. Wir waren aber vorgestern. Egal, Quattro oder Front, alles. Wir waren vorgestern bei Audi Tradition und da ist auch tatsächlich so, Audi A2 ist bei denen das beste Auto. A2? A2. Echt? Ja, die Leute wollen alle. Ich weiß nicht, warum. Die wollen alle A2 Teile haben. TT und A3. Also, wir würden sehr gern auch mal einen Auspuff für den A2 machen. Wir haben, also irgendein Kunde könnte gern kommen, dann brauchen wir was. Das wollte ich wirklich schon machen. Ja. Machen wir eine Entwicklung kurz. Hier werden die Schalldämpfer befüllt. Ne? Wenn ihr jetzt mal schaut, da drüben, da haben wir quasi unsere Luft, die von oben kommt. Und in den Luftröhren befindet sich die Glasfaser. Das sind halt zwei Stücke. Und er tut quasi jetzt den Schalldämpfer befüllen mit dieser Glasfaser. Gar nicht mehr die Glaswolle in Hand nehmen, sondern es kommt komplett aus Lager da rein. Richtig. Und wie viel kommt in so ein Schalldämpfer rein? Das ist fest vorgelegt? Ja. Ist ja alles durch die EG-Genehmigung ist ja alles fest vorgeschrieben, wie viel Gramm dort rein muss. Das heißt, da steht in eurer EG-Genehmigung steht drin, da müssen 80 Gramm Wolle rein. Richtig. Das muss auch stimmen. Wenn es nur 78 Gramm sind? Dann wird der Schalldämpfer vielleicht zu laut am Ende. Ach, und wir fallen unnötig auf im Straßenverkehr. Und dann kriegen wir unangenehme Anrufe von der Polizei. Aber wird das gerade auch gemessen, wie viel Gramm da drin sind? Also wird das erfasst? Wir haben hier quasi eine Maschine, die das nachmisst. Aber die wird halt regelmäßig geeicht, sodass man sich auf die Werte verlassen kann. Weil ich komme kurz Luft, wird ein bisschen laut. Aber habt ihr euch jedenfalls über die Jahre schon eine krasse Produktion so aufgebaut? Früher standen hier wirklich Leute mit den Dämpfern und haben das reingesteckt und gestoppt. Aber das ist ja auch ungesund, die ganzen kleinen Fasern. Und jetzt haben wir halt diese Fasern, die kommen durch die Luft, die richtig schön. Ja, achso, das war jetzt aber gerade nur hier so ein Muster, wo ihr das, was wir jetzt gerade noch reingemacht habt? Genau, normalerweise machen wir das anders, aber wir haben gerade noch nichts fertig. Okay, verstehe. Das heißt, normalerweise würde der Topf hier reinkommen und der Topf kommt fertig, befüllt komplett raus, dass nur noch Deckel verschweißen. Ja. Und so locker ist sie da am Ende auch ungefähr drin? Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Aber das wird wahrscheinlich das Problem sein, wenn man es zu fest stoppt. Das soll ja quasi den Schall aufnehmen, darum das Lockere. Wenn wir es zu dicht machen, dann nimmt das nichts mehr auf. Und das ist eine Glaswolle oder was ist das? Ja. Weil fest sich jetzt im ersten Moment gar nicht so ungesund anfühlt. Ja, denn früher haben wir das haben wir andere Wolle benutzt. Das war so eine, so eine Biosil-Wolle, die dann sich so zerpflücken lässt. Und da hast du halt auch diese ganzen Glasfäden drin. Das ist meine Schöne. Ja, cool. Wie viel Gramm sind das jetzt hier ungefähr? 500. 500. Also mehr als in so einen Topf eigentlich reinkommt. Könnt ihr mal rein. Wie groß ist der Topf? Wie groß? Ne? Ja. Was ist jetzt hier? Was haben wir hier? Ford Fiesta Vorschalldämpfer. Und da kommt rein. Also wie gesagt, wir haben es abgespeichert. Ne? Wir scannen halt nur den Auftrag. Dann hat die Maschine das. Hat doch so viel. 450 Gramm kommt da rein. Hier rein. Also die Menge kommt fast doch in den Topf hier rein. Genau. Weil wir eben im Entwicklungsprozess haben wir ja eine gewisse Wolle getestet und dort festgelegt, dass halt er mit dieser Wolle, mit dieser Grammanzahl, auch die Geräuschwerte hält. Ford Fiesta Vorschalldämpfer. Ja. Ja, oh, ja. Okay, andererseits an dem Rohr da drin sieht man dann schon, dass es halt Ford Fiesta ist. Auch immer gleich mit Genehmigungsnummer eingelasert. Ready, okay. Weiter geht's. Thema Schweißen. Gibt es hier noch? Ich sehe da hinten ganz viele Schweißkabinen. Richtig. Also es gibt auch Handschweißen. Handschweißen und Roboterschweißen. Was machen die Roboter? Weil Roboter ist ja immer so, bis so ein Roboter das schweißt, was er schweißen soll, ist ja immer ein bisschen Aufwand. Richtig. Also im Prinzip an der Stelle hier werden die Schalldämpfer vorgeheftet. Und diese Naht, die dann komplett umgezogen wird, die macht der Roboter. Ah. Und am Ende muss der Werker nur noch kontrollieren, dass der Roboter sauber durchgeschweißt hat. Das heißt, diese Naht hier? Das ist eine Roboternaht. Okay. Hier ist es bei euch. Es gibt ja, ihr macht nur Edelstahlausbruch. Es gibt nur Edelstahl, genau. Hauptsächlich, ja. Und die Naht ist manchmal WIG, manchmal MAG. Wie entscheidet ihr das? Oder ist es eigentlich immer MAG, die Naht? Nein. Also ist erstmal so natürlich eine Sache vom Preis. Okay, ist doch WIG-Schweiß teurer auf jeden Fall. Viel teurer, ne? Ja. Weil du halt viel länger brauchst. Und MAG ist halt günstiger. Die schweißen halt am Schalldämpfer.
I, das ist immer weg. Mhm. Und diese Nähte an den, wo dann die Rohre mit dem Schalter verschweißt werden, das sind Magnete. Alter, das Ding darf nicht Wotzli sehen. So ein Roboterarm, der so ein Endrohr schleift und entgratet. Das heißt, jedes einzelne Endrohr, was bei euch an den Auspuff kommt, ist auch hier gefertigt? Alles hier gefertigt. Ich kann dir auch kurz zeigen, ja, was ich halt im Prinzip. So, das sieht am Ende aus. Mhm. Hältst du kurz? Ich hol mal das Rohteil. Das ist das Rohteil. Ja, guck mal, vorhin der. Das wird noch aufgedrückt von. Selbst das Endrohr ist dann eigentlich ein Mini-Schalldämpfer sogar, ne? Ja. Mit Wolle drin. Ja. Und hier ist eine Schweißnaht wahrscheinlich? Ja. Und die wurde da gerade weggeschliffen und wegpoliert. Richtig, genau. Ja. Das hätte ich immer gedacht, dass das für euch einfacher ist, so ein Teil einfach zuzukaufen, als das hier selber zu fertigen. Ja, Qualität aber. Das ist ein richtiger Unterschied. Und Flexibilität, ne? Dass du halt sagen kannst, heute machen wir mal 100 Endrohre, morgen machen wir mal da 200 von. Ne? Ja. Das sind die ganzen Schweißplätze. Hier wird am Ende alles zusammengefügt und verschweißt. Wie viele Schweiße habt ihr nur? Ungefähr? Weil jetzt, 20? Wollte gerade sagen, ne? So 10, 20. Ja. Dann wird es quasi hier vorgeheftet, wenn du hier rangehst. Na? Quasi das Rohr wird fixiert. Und am Ende wird der Schalldämpfer entnommen und dann von dir komplett durchgeschweißt. Genau. Per Hand. Ja, halt. Das Ganze als Roboter zu machen, wäre zu aufwendig. Da fehlt uns bei dem regulären PKW-Schalldämpfer für den Moment die Stückzahlen. Ah. Na, wir haben Stückzahlen, also Losgrößen von 1 bis 50 und dann lohnt sich noch kein Roboter-Einsatz. Roboter-Einsatz ist dann ab 10.000 Stück pro Jahr. Oder halt bei Töpfen, wo er wirklich ganz viele Töpfe macht. Ne? Ja, genau. Aber das zum Beispiel, das ist Ford Focus. Es wird gekauft, aber es gibt Schalldämpfer, die öfters bestellt werden. Und das ist dann auch eine von den tausenden Lehren. Ja. Eine von denen. Okay. Hier seht ihr unseren größten Roboter. Das war auch einer der ersten Roboter, die wir hatten. Und der poliert den ganzen Tag Endrohre. Ja, jetzt kommen wir zu der Maschine, die mich am meisten angrinst. Hier werden die längsten Rohre gebogen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es schon das ist, was die Arbeit am meisten vereinfacht. Weil wenn man sich überlegt, früher hat man sowas alles aus komplett einzelnen Rohrbögen gebaut. Ja. Musste das alles verschweißen. Jetzt konstruiert man das einmal, muss es ja eigentlich auch nicht mal scannen, sondern muss es ja nur einmal konstruieren auf Knopf. Das machen die 3D-Scanner. Und es kommt einfach da so raus. Ne? Richtig. Das Rohr wurde eingesaugt in die Maschine. Also schön zu sehen ist auf jeden Fall, dass da jetzt gerade in dem Rohr so eine Art schon was, genau, auch was drin steckt, dass das Rohr nicht oval wird. Ne? Krass, das zieht sich sogar da durch. Ne? Also man biegt das Rohr. Und danach muss man den Dorn wieder durchziehen können, damit der Durchmesser wieder überall gleich ist. Genau. Und man hat dadurch keine Falten im Rohr. Sonst hätte man Falten. Das ist schon Arbeitserleichterung extrem. Wie lange gibt es hier die Rohre zu suchen? Seit 3 Jahren. 3 Jahre? 3 Jahre. Wir hatten erst die größere Maschine. Und dann haben wir noch die kleinere Maschine dazu geholt. Und dann kommt das raus dabei. Aber das kriegt man halt niemals selber so hingebaut. Also man hat immer irgendwie Schnitte drin, Schweißnähte drin. Und so ist es halt einfach ein schöner Verlauf. Ne? Mhm. Also das macht schon viel aus. Ja. Wir machen sogar unsere Schellen selber. Das heißt auch Abwicklung, Umkanten, Loch durch? Das ist Bandmaterial. Mhm. Das wird abgehackt und dann in verschiedenen Schritten, dann werden die Laschen umgenäht. Dann wird ein U gebogen. Aus dem U wird dann ein, eher so eine kleine halbe Acht. Und dann am Ende kommt dann noch die Schraube rein. German made, 100%, kann man dann ja schon sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da bleibt ja nicht mehr viel. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Karnevalsperücke immer, finde ich diese.
die Wolle. Ja, würde schon mal drauf sitzen. Ja, geil. Das Gewicht ist immer wieder krass. Und sieht so ein bisschen gleich nach Akrapovic aus, finde ich. Einfach die Farbe, ist Titan ist eigentlich irgendwie immer Akrapovic, finde ich. Okay, das heißt, eine Seite Deckel drauf. Eine Seite fertig. Rohre auch geheftet. Mhm. Und jetzt? Andere Seite. Jetzt die andere Seite. Muss man hier, du hast schon, ich meine, die Schweißnähte sind halt krass, weil man sieht, also wenn wir jetzt die Farben hier noch wegmachen, sieht man halt wirklich gar nichts mehr. Ist das mit Zusatz oder nur verlaufen? Das ist ohne Zusatz, nur verlaufen. Die Bördelung macht man deswegen hier rein? Also warum nicht einfach auf Stoß aufeinander? Ja, das gibt die Stabilität nicht. Würde sofort. Durch den aufgestellten Rand ist das viel stabiler. Das heißt, reißt nicht. Bei 0,8er Blech würde das reißen. Habt ihr Erfahrung schon so mit so Titantöpfen oder noch gar nicht? Noch wenig? Ja, nur halt bei den Leistungsbuden halt, ne? Aber da geht. Ja, siehst du ja. Ja. Wenn der Wimmi durchstarten wird, da schießt die Flamme hinten aus. Ja. Da ist so viel Druck da. Also ist noch nie einmal aufgeplatzt. Krass. Okay. Also ich habe schon bei anderen gesehen, da ist dann hier die Wimmi ja. aufgeplatzt. Aber bei unserem bis jetzt immer vorne. Wahrscheinlich auch immer eine Art und Weise, wie man schweißt etc. Ja, du musst die Zeit nehmen, hast du ja gerade gesehen. Ne? Du musst ja immer bloß 2 cm Gold strömen lassen. Über 2 cm. Ne? Und Stromstärke ist halt auch ganz wichtig. Geduld. Dass du nicht zu viel Hitze reinbringst. Muss man die Nähte nochmal nachbehandeln? Nee. Kann ich theoretisch so lassen? Kann ich lassen. Ich weiß es gar nicht. Du könntest das theoretisch beizen, wie du einen Edelstahl beizen tust. Aber das brauchst du ja nicht. Ich bin mal gespannt. Das soll man ordentlich sauber machen, gleich ein paar Bürsten hier und dann sieht das in Ordnung. Kriegt man den Topf auch so blau angelaufen? Nee, ne? So heiß wird der nicht mehr. Nee. Keine Chance. Die Rohre ja. Weil die, genau, die Downpipe, die wurde erst blau und dann wurde sie wieder hell. Ja. Aber das schaffst du bei den Dörfern, ne? Okay. Ja, dann geht's jetzt in das große Finale. Wie viel Gramm ist jetzt hier ungefähr drin? Weil wir haben gerade in der Produktion gesehen, dass in so einem Topf, was war es, Ford Fiesta, 450 Gramm? Aber so viel ist da nicht drin. Nee, das sind maximal 200 Gramm. Also war es ein bisschen mehr noch gefühlt. Weil er schon ja noch gefühlt recht voll ist. So vom, ja, wenn man du so hast ja auch, müsst ihr bedenken, du hast ja 2x9 Kilometer. Ja, bleibt ist nicht viel. Ja. Siehst du. Aber du sagst, bei dem Topf, bei der Größe, selbst bei so einem großen Rohr mit wenig Volumen wäre es schon so, wir stecken den Topf bei laufendem Motor drauf, man hört, dass es leiser wird. Ja, definitiv. Ja, das brauchen wir. Definitiv. Aber ist schon krass immer, wie lange man sich Zeit lassen muss beim Titanschweißen, ne? Ja, das ist natürlich. Weil gefühlt die Naht einmal rum, halbe Stunde? Ja, 20 Minuten. Ungefähr. Ja. So leicht? Essen Motorshow nächste Woche. Früher. Geil. Okay, jetzt noch einen letzten Schritt, hast du gesagt? Wir tun jetzt die Eingänge und die Ausgänge noch weiten, dass du gleich dein 90 Rohr innen reinstecken kannst. Das ist halt auch. Du hast eine schönere Verbindung zwischen Innenleben, Deckel und Rohr. Weil einfach bloß stumpf drauf gibt die Stabilität nicht so her. Ja, ich weiß, früher hätte man jetzt das auch verschweißt und dann stumpf drauf und nochmal verschweißt. Nee, in reinstecken ist 1000 besser. Und dann kann Tom einfach ganz sauber von außen eine Naht drauflegen und alles verlaufen lassen. Genau. Dann würde er sich freuen. Jo, habt ihr. Viel Spaß. Ich habe leider meine Waage vergessen. Ich würde aber wirklich gerne mal wiegen. Habt ihr irgendwie Versandwaage, ja, wo unterwegs ist? Versand und dann immer mal wiegen. Ich schnapp mir unterwegs noch einen Edelstahltopf. Tatsächlich einen gefunden. Der ist jetzt natürlich ein bisschen, wobei es kommt ein bisschen länger, ja, ein bisschen kleiner. Das können wir schon mit, nur mal so grob. 4 Kilo. Mhm. Wie war das Titan zum Edelstahl? Ungefähr die Hälfte, ne? Ja, nicht ganz. Können wir drauf an. Ja, gucken wir mal. 2,5. Fast die Hälfte. Aber ist halt schon. Und der Topf ist halt wirklich mit Abstand das schwerste verhältnismäßig. Die Rohre sind halt nochmal. Das schwerste noch ist die Ja. Die Wolle ist das Schwerste. Ja. Der Rest. Aber ein bisschen Wolle brauchst du. Ansonsten brauchst du keinen Schalter. Soll ja auch dämmen am Ende, ne? Sonst brauchst du keinen Schalter. So, weiter geht's. Ich kann jetzt einmal innen, einmal aus. Also kleiner drücken und größer ziehen. Das ist für innen und das ist für außen rein. Also, das ist natürlich bei euch der absolute Traum, wenn man mal selber was bauen wollen würde. Weil das sind so diese typischen Maschinen, die man immer gerne hätte, aber einfach für den Hobbybereich unbezahlbar sind. Ja. So, den kannst du draufstecken. Grob so 15 mm. Ja, haben wir noch ein bisschen. Ja,
reicht noch nicht. Ich mach's noch ein bisschen größer, weil wenn du so schräg reinkommst, brauchst du ja ein bisschen mehr Fläche. Der Mann denkt mit, der weiß, wie genau wir bauen. Da wird der nächste Bogen schräg geschnitten auf jeden Fall. Easy! Was wir machen hier? Oder Diesel, ja. Das ist ja ein Ja, mega geil. Sven, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Vielen Dank auch nochmal an die Firma Fox. Marlene, musst du schon los? Wird nicht das letzte Mal sein. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie das Gerät klingt. Und also vielleicht sehen wir uns ja bei S-Motorshow. Also Fox ist auch da. Definitiv. Alle fünf. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.